Hallo ihr lieben Landwirtschaftssimulator 2015 Feuerwehrfreunde, ich bin's wieder, euer Fabian, und ja, heute sind wir auf der Einsatzfahrt zu einem Einsatz, den man relativ selten hier bei uns in OGF hat, nämlich eine Gasleitung habe ein Leck. Erstens in der Straße und zweitens in einem Gebäude. Der ABC-Zug, Polizeirettungsdienst und ein Fahrzeug vom THW sind schon vor Ort an der Einsatzstelle zur Überprüfung, und wir wurden jetzt zur Sicherstellung des Brandschutzes gerufen, was jetzt bedeutet, dass wir uns hier an der Einsatzstelle in Bereitstellung geben und dann sehen werden, wie es weitergehen wird. Und ja, und unsere Einsatzleitung hier wird auch noch weitere Funktionen für die Einsatzstelle bieten können. Stellen wir den erstmal hier mit hin. Der EWE-Erkundung ist ja vom ABC-Zug schon da. Das TLF stellen wir mal. Hier hin, da wenn was ist, das TLF sofort dann eingreifen könnte. Wir haben das LF und das HLF noch mit. Die Drehleiter brauchen wir momentan erstmal nicht, und das heißt, den LF stelle ich erstmal hier hinten gleich ab, damit, wenn Wasserversorgung aufgebaut werden soll, dann könnten wir sagen, wir nehmen das LF zum Aufbauen der Wasserversorgung bis zum TLF, und jetzt könnte das Fahrzeug erstmal sich um die Einsatzstellenabsicherung noch mitkümmern. Ach, da ist das HLF, ja. So, die bleiben dann gleich hier stehen. Geht doch. So. Ja, dann setzen wir uns jetzt neu in Kontakt mit dem Einsatzleiter, um mal zu wissen, wie das jetzt hier aussieht. Ja, moin. Wie sieht's denn gerade aus? Ja, also das Leck am Gebäude ist gefunden. Das liegt daran, dass die Leitung auf dem Stück sehr porös ist, und jetzt versuchen wir, die Gaszufuhr hier erstmal so weit zu stoppen und versuchen, den Gasservice bzw. den Strom- und Gasanbieter hier im Ort zu kontaktieren, damit wir das Gas abstellen können. Aber momentan finden wir den nicht. Ja, wenn ihr irgendwie Hilfe von uns braucht, dann müsst ihr was sagen, weil wir haben genug Leute dabei, die anpacken können oder, ne? Ja. Ich gehe mal ein bisschen da vorne mit gucken, ne? Moin. Das Gebäude oder das Gebäude? Das da? Ja, dann wollen wir mal gucken. Oh ja, das riecht ja schon ziemlich nach Gas, wa? Kommt das? Wie viel ist denn die Anzahl von Gas im Gebäude? 100, okay. Und draußen genauso, oder? Ne, draußen ist das so bei 50 bis 70. Okay. Ja, gut. Da muss die Straße ja sowieso aufgerissen werden, wenn das wäre, aber das können wir jetzt ja nicht machen. Das
muss ja sowieso die Stadt und der Gasversorger, beziehungsweise das Dorf und die Stadtversorger machen. Aber das Leck habt ihr soweit da im Gebäude gestopft. Ja. Okay. Und da nehme ich dann die Sicherheit. Dann ist er soweit gut. Ja. Also, das ist soweit dazu, wie du mittlerweile auch das benutzt bist. Und ja, wir bleiben aber trotzdem noch zur Sicherung, bis das Gas wirklich komplett abgestellt ist und das erste Fahrzeug vor Ort ist. Ich hoffe, die kommen heute dann auch noch. Weil das muss heute noch gemacht werden. Ja, ist ja noch früh. Ich habe auch keine Lust, den ganzen Tag hier zu stehen. Ja. Okay. Da ich euch nicht so viel langweilen möchte und ich eigentlich nicht geplant hatte, dass hier gleich noch ein Feuer kommt. Also so gesehen, da das Gas im Gebäude ja gelöscht ist, beziehungsweise weg ist, gestopft wurde das Leck. Sind wir jetzt nur noch zur Bereitstellung für falls doch noch was ist da und warten jetzt auf den örtlichen Gasversorger und dann wird man sehen, ob noch was passiert oder nicht, aber da das jetzt nicht der Plan war und das nicht passieren wird, kann ich jetzt mit dem wichtigen Teil des Videos ankommen, weswegen jetzt in letzter Zeit auch weniger Videos gekommen sind, auch im Let's Play Minecraft Bereich. Das liegt folgendermaßen daran, dass ich bzw. wir von Gaming HD momentan an einer Map arbeiten. Diese Map wird nicht 1:1, aber relativ realitätsnah einem bzw. unserem Dorf nachgebaut. Und da das sehr aufwendig ist und ich teilweise damit Fabian da die ganze Zeit mit alleine sitze, mit dem Videos bearbeiten und schneiden, da Patrick da momentan keine Zeit für hat. Halt aufnehmen kann er, aber dieses Schneiden, da hat er momentan keine Zeit für, aber halt aufnehmen kann er mit, ne? Ja, wie es immer so ist. Und ja, deswegen hängt das dann an mir und beides mit Map arbeiten und dies und das ist dann natürlich etwas schwer und Einsatzvideos mache ich natürlich sau gerne, aber hier auf der Sheffield-Ding bzw. auf der OGF-Map fällt mir auch nicht. Ich sag immer, wir fällt uns auch nichts mehr ein, wirklich, da wir schon sehr viel durchgespielt haben und das soll sich dann mit der anderen Map ändern, da auch momentan vielleicht zwischendurch mal Serverprobleme sind, ist es auch blöd zusammenzuspielen und deswegen ist auch wie heute wieder ein Single-Einsatzvideo, sag ich mal so. Und ja. Ja. Und ja, das sollte einmal die Information für euch sein. Natürlich werden wir nicht ganz inaktiv werden. Das waren jetzt ein, zwei Tage zu wenig, wo wir Videos gemacht haben. Ich kann nur sagen, heute kommt wahrscheinlich noch ein Einsatzvideo mit mal wieder ein paar Leuten mehr raus. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns für mehr und schreibt mal in die Kommentare, was wir eurer Meinung nach mal machen können oder was wir mal für Spiele machen sollen, was wir aufnehmen sollen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, woran ihr Interesse habt und woran, an was für Einsätzen ihr noch Interesse habt, was für Einsätze wir für euch machen können. Und dann sollte das Ding laufen. Damit war es das von meiner Seite aus. Haut rein, Leute, und ciao!